Im Rahmen einer Studie zum Internet- und Computergebrauch bei Kindern und Jugendlichen wurden eine Umfrage unter 1000 Eltern durchgeführt. Im Boxplot werden die Ergebnisse zur Dauer der Internetnutzung an einem Werktag dargestellt. Wir wollen zuerst den Median und das dritte Quartil ablesen und diese Werte interpretieren. Der Median ist der Wert in der Mitte der Box. Wir sehen, das ist in diesem Fall 2. Das heißt, x-Schlange ist gleich 2. Wir wissen, dass der Median der Wert in der Mitte ist. Das heißt, mindestens die Hälfte der Kinder und Jugendlichen nutzt das Internet pro Werktag 2 Stunden oder länger. Wir wissen aber auch, dass eben mindestens die Hälfte der Werte kleiner gleich dem Median sind. Wir können also auch sagen, mindestens die Hälfte der Kinder und Jugendlichen nutzt das Internet 2 Stunden oder weniger pro Werktag. Lesen wir nun das dritte Quartil ab. Q3 ist der Wert am rechten Ende der Box. Q3 ist in unserem Fall also 3. Wenn wir das interpretieren, so können wir sagen, mindestens 75% der Kinder und Jugendlichen sind an einem Werktag bis zu 3 Stunden online. Wir können aber auch sagen, mindestens 25% der Kinder und Jugendlichen sind an einem Werktag 3 Stunden oder mehr online. Wir wollen nun noch begründen, warum dieser Boxplot keine untere Antenne hat. Dies ist der Fall, wenn das Minimum und die erste Quartil gleich groß sind. In unserem Fall ist also das Minimum gleich der ersten Quartil gleich 1. Dies kommt zustande, weil an einem Werktag zumindest jeder 1 Stunde online ist. Deswegen ist das Minimum bei 1. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass mindestens 25% der Kinder und Jugendlichen das Internet nicht länger als 1 Stunde nutzen. In unserem Beispiel gilt sogar, mindestens 25% der Kinder und Jugendlichen nutzen das Internet genau 1 Stunde.